Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, heute befinden wir uns hier in Frohe Halde, denn es gibt noch etwas, das wir nur als Sammler oder Handwerker ab Level 60 erledigen können. Und da das mittlerweile schon 5 Personen sind, bei denen wir das erledigen können und das sich nicht mit einer Quest erledigen lässt, sondern das zieht sich tatsächlich über mehrere Wochen, wollte ich die mal anfangen. Weil ab dem Patch 5.3 ist auch ein neuer hinzugekommen. Oder wird ein neuer hinzukommen. Also je nachdem, wann das Video erscheint, ob der Patch schon da ist oder nicht. Wird oder ist ein neuer NPC hinzugekommen. Und um das zu beginnen, müssen wir hier mit der Geimlona sprechen. Und das machen wir jetzt mal. Mephinas Zuflucht. Oh, ein Abenteuer. Und gerade rechtzeitig. Deine Hilfe wird benötigt. Sag mal, kennst du eigentlich die Händlerin Sloe Aliapo? Sie war mal in Rowenas Haus der Wunder tätig, doch nun hat sie sich selbstständig gemacht. Sie hat zwar ein Auge dafür, das können andere zu beurteilen, doch Rowena macht sich Sorgen, weil Sloe für eine Geschäftsfrau einfach zu selbstlos ist. Sie befürchtet, dass die Gute sich über den Tisch ziehen lassen wird. Deshalb möchte ich einen so ehrlich und kunstfertig aussehenden Abenteurer wie dich darum bitten, ihr bei ihrem Projekt unter die Arme zu greifen. Sprich mit dem Klippenhänger mit ihr, ja? Gut, das machen wir natürlich. So, und diese Quests nennen sich im Prinzip Wunschlieferungen. Da steht's auch. Und das ist eben die Sloe. Und der helfen wir jetzt. Ja, ich bin Sloe Aliapo. Aber wer bist du? Geimlona hat dich geschickt, um bei mir nach dem Rechten zu sehen? Nun, wie du sehen kannst, geht es mir ausgezeichnet. Es ist mir gelungen, hier im Klippenhänger die Treppe herunter zu mieten. Nun kann ich das tun, wofür ich immer geträumt habe. Waisenkinder ein Zuhause bieten. Und mein Waisenhaus nenne ich Mephinas Zuflucht. Gut, ich gebe es jetzt zu. Die laufenden Kosten sind viel höher, als ich gedacht hatte. Heute mussten die Kinder trockenes Fladenbrot von einer Woche essen. Doch wenn es um Kinder in Not geht, dann scheue ich weder Mittel noch Mühen. Den Kleinen eine sichere Bleibe zu bieten, ist mein neues Lebensziel. Um die Ausgaben des Waisenhauses zu decken, habe ich den Tauschhandel mit Sammlerstücken begonnen, die ich an Interessierte weiterverkaufe. Handwerker und Sammler, die mir Waren liefern, erhalten dafür von mir Scheine für Rowenas Haus der Wunder. Doch der Tauschhandel geht nur sehr schleppend voran. Wie du siehst, du siehst wie jemand aus, der in seiner Abenteuerkarriere schon so einiges an Waren geliefert hat. Willst du nicht zu meinem Geschäftspartner werden? Denk nur an die vielen Kinder, die du glücklich machen wirst. Super, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Seit ich mich selbstständig gemacht habe, bin ich ständig im Minus. Wenn es so weitergeht, muss ich das Waisenhaus irgendwann schließen. Aber wenn du mich unterstützt, brauche ich mir wohl keine allzu großen Sorgen mehr machen. Dann auf gute Zusammenarbeit. Wie gesagt, für Sammlerstücke erhalten Abenteurer von mir Scheine, die sie in Rowenas Haus der Wunder verwenden können. Ich habe zwar kaum Gil, aber an Wertmarken habe ich einiges angespart. Als ich für Rowena gearbeitet habe, hat sie mich nämlich nicht in Gil, sondern in Wertmarken ausbezahlt. Wie ich bisher ohne Gil klargekommen bin, willst du wissen? Irgendwie ging es immer. In Rowenas Haus der Wunder bekommst du zum Beispiel für 130 Wertmarken einen Ananassaft. Das ist aber teuer. Also gut, womit ich zuerst bitten möchte, sind Sammelstücke aus dem Nahen Osten. Die sind bei vornehmen Familien gerade sehr gefragt. Eine gute Händlerin nutzt einen Markttrend, genau wie ein Seemann einen günstigen Wind. Okay, dafür können wir jetzt... Gut, nehmen wir mal den Karnivorenblattsalat. Der bringt nämlich Wahrnehmung und SP. Achso, wir bekommen beides. Ja, okay, gut. Dann ist es egal. So, Wunschlieferung bei Sloe haben wir nun freigespielt. So. Sloe Friedenheitsgarantie. So, die Wunschlieferungen laufen wie folgt ab. Man kann in der Woche ganze 12 Items abgeben. Allerdings maximal 6 Stück
bei einer Person. Und wie gesagt, es gibt ja 5 bzw. 6 dieser NPCs. Und das heißt, wir werden uns erstmal auf 2 konzentrieren, weil, ja, wie gesagt, maximal 6 Stück kann man eben abgeben bei einer Person und insgesamt sind es 12. Deswegen gehen eben nur 2 gleichzeitig. So, dann beginnen wir mal. Theo, willkommen. Wir werden die Kinder schon schaukeln, was? So. Na, meine Güte. So. Es gibt einmal für Handwerker etwas zum Herstellen. Da bekommen wir pro Sammlerwert höhere Vergütung. Zum Beispiel bekommen wir momentan gelbe Handwerkerscheine. Da können wir eben, also Handwerkerscheine für Handwerkersachen, Sammlerscheine für Sammlergegenstände. Das ist einmal für Minenarbeiter und Gärtner. Und dann gibt es noch einmal speziell für den Fischer etwas zu fischen. Und ja, aber wir haben momentan nur den Minenarbeiter, deswegen machen wir den. Eine veraltete Ratz-Athan-Münze brauchen wir da. Am besten mit dem Wert 400. Gut, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie hier so nachgucken kann in dem Timer. Wo haben wir es denn? Wunschlieferung. Slowy. Ah, wunderbar. Gut, veraltete Ratz-Athan-Münze. Da gucken wir mal in unser Notizbuch nach. Das dürfte wahrscheinlich Level 60 sein. Da haben wir es ja. Veraltete Ratz-Athan-Münze im Manufakturviertel. Okay, das ist ja hier direkt raus. So, da aktivieren wir mal hier mal das Sammlergespür. Und somit können wir dann Sammlergegenstände abbauen. Wie das funktioniert, erkläre ich euch auch. Da mache ich das Tutorial hier mal weg. Ah, nicht schon wieder diese Schildkröte. So. Es gibt ja noch 2-3 Skills, die wir nur über die Questreihe des Minenarbeiters freischalten. Aber die benötigen wir, glaube ich, nicht. Dafür. Ne, Glück des Bergmanns brauchen wir nicht. Und die Ausschachtelung brauchen wir auch nicht. Genauso wie die reiche Ausbeute brauchen wir auch nicht. Und das auch nicht. Aber gut. Passt ja wunderbar. Dann können wir das erledigen, ohne dass wir die Questreihe erfüllen müssen. So, dann gucken wir mal, wo das Ziel ist. Mit Bodenbefund können wir anzeigen lassen, wo die Ausgrabungsorte sind. Hier auf der Minimap sieht man das hier oben, in welche Richtung die ungefähr sind. Dort fliegen wir hin. Allerdings bleiben die nicht die ganze Zeit ersichtlich. Man muss eben wieder aktivieren. Und dann wird es wieder angezeigt. So. Gut, dann gucken wir mal. Die Ratz-Athan-Münze, da haben wir sie. So, die klicken wir jetzt an. Und ja, Reithelden, bla bla bla. So, wir müssen jetzt den Wert einigermaßen auf 400 in dem Fall hochbringen. Das heißt, wir können maximal 3-mal was ausführen, weil das eben die Kommandobegrenzung ist. Wenn es erhöht, also öfter ausgeführt wird, dann schlägt es irgendwie fehl. So, ich mache immer meistens zuerst den Kennerblick, denn der erhöht unsere Begutachtung um 50%. Deswegen führen wir die erstmal aus. Und dann mache ich eigentlich meistens immer die intuitive Begutachtung, denn die erhöht unsere Wahrnehmung auf, also in einem Bereich von 0,8 bis 1,5. Und die normale Begutachtung hat eben nur einen Faktor 1 und die spontane einen Faktor von 0,9. Die funktioniert also immer konstant mit denselben Werten. Und bei der intuitiven hat man eben die Chance, auch den 1,5-fachen Faktor zu erhalten. Deswegen mache ich immer zuerst Kennerblick, um das zu erhöhen, und dann die intuitive Begutachtung. So, das steigt schon mal um 210. Dann machen wir das nochmal. Gut, jetzt haben wir noch 49 Punkte. Das könnte auch ohne die Intuitive, also ohne den Kennerblick funktionieren. Machen wir das mal. Und schon haben wir 489. Dann können wir das jetzt auf Sammeln machen.
Und hier wird angezeigt, der Sammlerwert beträgt 490. Also, wir brauchen 400, deswegen hat das funktioniert. Und dann nehmen wir das mit. So. Eine haben wir schon mal. So, dann hier wieder die Münze. Den Kennerblick. Und intuitive Begutachtung. Man muss auch aufpassen, denn gut, hier hat man drei Kommandos, die man im Prinzip einsetzen kann. Allerdings hat auch die Lagerstätte eine Lebenspunktanzeige. Und ja, wie man gesehen hat, wir haben jetzt einmal ein Kommando eingesetzt und somit haben wir nur noch 75%. Das heißt, man kann hier viermal ein Kommando einsetzen, bevor diese Lagerstätte erschöpft ist. Also, ja. Und jetzt habe ich nicht aufgepasst, denn wir haben keine SP mehr für den Kennerblick. Gut, dann müssen wir unser Glück jetzt versuchen, ob wir auf über 400 kommen. Ja, hat funktioniert. Dann sammeln wir das. Und 473er Sammlerwert funktioniert auch. Wunderbar. So, dann werde ich noch kurz in unserem Inventar. Es gibt nämlich den Kräutertrank. Den, wo packe ich denn den jetzt hin? Packen wir das mal hier raus. So. Der Kräutertank ist folgendes. Wir erhöhen dadurch, also wir füllen unsere SP um 300 Punkte wieder auf. Bei hoher Qualität sind es 350 Punkte. Und somit können wir unsere SP, die sehr langsam sich regenerieren, mit einem Schlag wieder etwas auffüllen. Allerdings hat das eine sehr lange Abklingzeit von 4 Minuten. Das heißt, man kann unter Umständen schon etwas lange hier rumstehen und warten, bis man wieder die Punktzahl zur Verfügung hat, um irgendwelche Kommandos einsetzen zu können. So, aber das sollte reichen für die dritte Münze. So. Und es hat 531. Ihr habt ja gerade diesen besonderen Sound gehört. Das ist der Sound für, wenn man etwas in HQ abbauen würde. Also hoher Qualität. Und das pusht natürlich auch noch einmal den Sammlerwert. So. Ich habe ja gesagt, es sind immer 6 Stück, die wir abliefern können. Allerdings sind es jetzt momentan, sieht das so aus, dass wir den Zufriedenheitsrang erhöhen. Allerdings immer, also jetzt schon den ersten Rang bei gerade mal 3 Stück. Das heißt, wir geben ihr 3 Stück, das ist der Zufriedenheitsrang wird sich erhöhen und dann will sie plötzlich was anderes. Somit vergeuden wir jetzt nicht die Zeit und bauen 6 Stück ab, sondern nur 3. Denn die reichen nämlich schon. So, dann gehen wir mal zur Slowy. Theo, willkommen. Wir werden die Kinder... ja, schaukeln. Gut, wir haben das verstanden. Wir müssen das... meine Güte. So. Dann hier sehen wir ja, wir haben jetzt 3 Stück. Die sind alle über den Wert 400 und bekommen somit die maximale Vergütung. Diese Münzen stammen ursprünglich aus Razatan im Nahen Osten. Sie sind ein kleines Überbleibsel des Handels, der dort einst florierte. Bei all jenen, die sich für nahöstliche Geschichte interessieren, sind diese Sammlerstücke heiß begehrt. Theo, das ist ja atemberaubend. Das würde ich am liebsten behalten und gar nicht verkaufen. Doch für die Kinder werde ich dieses Opfer erbringen. So, Zoe ist zufrieden mit dir. Zoe ist zufrieden mit dir, weil du die gewünschte Sammlerstücke abgeliefert hast. Wenn du weiter etwas ablieferst, ja, erfüllt sich der Balken. Und pro Woche, ja, das habe ich im Prinzip alles schon erklärt. Gut, dann nochmal eine Münze. Da sagt sie das Gleiche, deswegen überspringe ich das. Hey, da sind wir schon bei 77. Man kann damit auch übrigens super leveln. Man sieht ja, dass man hier über 3 Millionen Erfahrungspunkte bekommt. So. Und dann noch das dritte. Dankeschön. Nun habe ich so viele Schätze aus dem Nahen Osten, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin damit. Glücklicherweise kenne ich da ein paar gut betuchte Interessenten, die es gar nicht abwarten können, sie mir allesamt abzukaufen. Ich habe gute Neuigkeiten, denn Schätze aus dem Nahen Osten kommen bei den Adligen Ishgard richtig gut an.
Theo, Minfilias Zuflucht wird in absehbarer Zeit nicht die Pforten schließen müssen. Dank deiner Hilfe haben wir genug Geld eingenommen, dass ich das mit Sicherheit behaupten kann. Denkt aber jetzt nicht, dass wir uns auf unseren Lorbeeren ausruhen können. Nicht solange es da draußen noch zahlreiche Kinder gibt, die sich noch nach Wärme und Liebe sehen. Ich kann mich auch weiterhin auf dich verlassen, oder? Natürlich. Ich danke dir. Das muss gefeiert werden. Ich glaube, ich werde mir heute das Fladenbrot gönnen, das ich vor 5 Tagen gebacken habe. Wenn es jemand verdient hat, dann du, Slowey. Du arbeitest immer so hart, damit wir nicht hungern müssen. Und wer ist dieser Mann? Das ist Theo, ein berühmter Abenteurer. Hat mir dabei geholfen, mein Geschäft zum Laufen zu bringen. Du bist ein berühmter Abenteurer? Meine Eltern sind auch Abenteurer. Sie sind die stärksten Abenteurer, die ich kenne. Sie haben alle, die in Frohnhalde wohnen, von bösen Monstern beschützt. Ich wünschte, du könntest sie mal treffen. Vor einer Weile sind sie ausgeritten, um irgendein gefährliches Monster zu jagen. Sie wollten bis Sonnenuntergang zurück sein, aber seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Dann habe ich Frau Slowey getroffen und nun kümmert sie sich um mich. Sie ist total nett, genau wie eine große Schwester. Und wenn du ihr hilfst, Herr Theo, dann mag ich dich auch. Ich muss jetzt gehen. Meine beste Freundin hat mir versprochen, dass sie mir eine Geschichte über den Drachen vorliest. Bis später, Frau Slowey, Herr Theo. Ja, tschüss. Ist sie nicht herzallerliebst? Das ist die KB. Sie tut mir wirklich leid, denn unter uns gesagt glaube ich nicht, dass sie ihre Eltern je wiedersehen wird. Suchtrupps haben tagelang nach ihnen die Gegend durchkämmt, leider ohne Erfolg. An dem Tag, nachdem ihre Eltern verschwanden, lief die arme TGB bis zum Stadttor und wartete dort Tag und Nacht bei Wind und Regen, um Mama und Papa bei ihrer Rückkehr mit ihr ein Lächeln zu empfangen. Als ich sie traf, war sie total durchnässt und bibberte vor Kälte. Bei dem Anblick traf es mich wie ein Blitz. Ich muss ein Waisenhaus hier in Vorhalde aufmachen und Kindern in Not wie TGB helfen. Ach, ich muss mich noch weiter anstrengen und mehr tun, damit kein Kind jemals solche Traurigkeit und Einsamkeit erleiden muss. Ja. So, wir bekommen eine Facharbeitermaterie, 5 gefüllte Kohlkrautkopf und einen Ischgarder Fischstopf. Yay. Und die Zufriedenheit ist gestiegen. So, sie hätten jetzt für einen zuverlässigen Lieferanten. So. Sie möchten nochmal unsere Hilfe beanspruchen? Kein Problem. Ach, ich will nicht rumheulen, aber um die Finanzen von Minfinas Zufuhr steht es immer noch ziemlich schlecht. Wenn ich an Privatleute verkaufe, kann ich halt nur so viel Kapital erwirtschaften. Okay. Ich muss es schaffen, mit einer großen Handelsorganisation ins Geschäft zu kommen. Und ich habe auch schon einen Auge. Die Handelsgesellschaft des superreichen Gigerucho aus Ulda. Warst du schon mal an der Sonnenküste? Dieses Erholungsgebiet hat Gigerucho erschlossen. Und weil es dort das ganze Jahr über brütend heiß ist, kam mir eine tolle Idee. Die Gäste dort sind richtige Sonnenanbeter, aber auch sie sehen sich ab und zu mal nach etwas Kühlem. Dort kann man sicherlich Souvenirs aus dem kalten Hochland verkaufen. Theo, könntest du für mich in den kalten Norden reisen und körtische Souvenirs besorgen? Mit dieser Geschäftsidee komme ich wieder in die schwarzen Zahlen. Ich weiß es. So, und jetzt haben wir neue Sachen, die wir besorgen müssen. Und zwar einen Eis... Stalagmit. Und der hat auch den Wert 400. Und da gucken wir mal, wo wir den finden können. In Rotkar. Okay. Dann auf nach Falkenhorst. Und dann besorgen wir 3 dieser Dinger. Uns der Bodenbefund an falsche Richtung. Wir können auch mal den Bodenbefund 2 benutzen. Der zeigt uns die höchste Lagerstätte an.
in der Nähe. So. Da hätten wir doch mal eine. Und hier gibt es den Eiskristall. Isoliertinktur. Nee, das ist es nicht, was wir benötigen. Nö. Müssen wir noch ein bisschen weiter hier suchen. So, hier vielleicht? Nee. Immer noch das hinten. Gut, ja, müssen wir hier ein bisschen gucken, ob wir irgendwo Lagerstätten finden. So, mal gucken. Ja, da haben wir den ja. Wunderbar. So, Kennerblick, intuitive Begutachtung. Und das reicht schon für 400. So, und wir können noch einmal abbauen, denn die Lagerstätte ist noch nicht erschöpft. So, SP wieder aufgefüllt. So, und dann hier noch einen. So, und das reicht schon. Wunderbar. Zurück nach Frohlhalde. Na, so. Gut, dann hier. Es dauert eine halbe Ewigkeit, bis in einer Höhle aus unzähligen Tropfen reinstes Wasser ein Eisschlag mit entsteht. Das Wasser ist so klar, dass es den Geschmack von Getränken in keinster Weise beeinflusst, weshalb die Superreichen es bevorzugt zum Kühlen derselben benutzen. Damit werde ich garantiert einen guten Preis erzielen. Theo, das ist ja atemberaubend. Das würde ich am liebsten behalten und gar nicht verkaufen. Doch für die Kinder werde ich dieses Opfer bringen. So, noch einen. Und noch einen. Herzlichen Dank für die vielen Lieferungen. Man merkt, wie wichtig es dir ist, den weisen Kindern zu helfen. Ich hoffe, dass ich auch in Zukunft auf deine Hilfe und deinen Elan zählen kann. Ja, so, die Grenze für diese Woche ist erreicht. Und wie wir sehen können, ist der Zufriedenheitsbalken jetzt genau bei der Hälfte. Das heißt, nächstes Mal wieder 3 Stück abgeben, dann steigt er wieder und dann können wir wieder 3 neu abgeben. So. Dann wäre das die erste Wunschlieferung. Die zweite Wunschlieferung befindet sich schon in Ralgas Wacht. So. Und zwar müssen wir da... Was ist das für eine Quest? Venus Wacht, okay. Da müssen wir jetzt... Also ich hoffe, dass wir da nicht irgendwie erst noch eine Quest erfüllen müssen. So, das ist nämlich die Nago, soweit ich weiß. Und ja, wir müssen dafür erst eine Quest erfüllen. Und da das die einzige blaue Quest ist, die für Handwerker und Sammler ist, werde ich erstmal dorthin gehen. Und das erledigen. Da müssen wir zum Questteil.
So, ich esse Galiena. Ja, ich bin neu. Rowena wollte ihr Haus der Wunde erweitern, deswegen hat sie mich eingestellt. Geisterzoll und Frohlhalde war nur der Anfang. Nach der Expansion nach Limsa, Lominsa, Gridania und Ulda haben wir nun auch hier in Ragas Wacht eine Zweigstelle, wie du siehst. Selbstverständlich nicht ausschließlich zu unserem eigenen Gewinn. Wir geben den migischen Flüchtlingen Arbeit, das fördert den Wiederaufbau. Wenn du einen Beitrag dazu leisten willst, wäre uns das höchst willkommen. Und findest du es nicht auch unheimlich praktisch, dass du deine Sammlerstücke nun in jeder Stadt bei uns eintauschen kannst? Siehst du, du hast Rowena eine Menge zu verdanken. Ja. Sammeln für einen guten Zweck. Bist du nicht Herodun? Rowena hat deinen Namen erwähnt und das nicht nur einmal. Wenn es stimmt, was sie sagt, musst du wirklich herausragende Leistungen bei der Beschaffung von Sammlerstücken an den Tag legen. Willst du deine Fähigkeit nicht nutzbringend einsetzen? Du könntest uns dabei helfen, dass diese Zweigstelle von Rowenas Haus der Wunde wirklich allen zugute kommt. Es geht uns nämlich keineswegs darum, unsere Lieferanten und Kunden auszubeuten. Wir leisten einen wertvollen Beitrag zur Beschäftigung der Migiten und helfen so dem befreiten Reich dem Wiederaufbau. Nur wir Angestellten allein können diese Aufgabe natürlich nicht bewältigen. Und so haben wir uns an Menago von der Befreiungsarmee gewandt. Nach kurzer, aber intensiver Einschulung kann auch sie nun vielversprechende Sammlerstücke verlässlich beurteilen. Sie hilft uns, Waren von talentierten Handwerkern und Sammlern für den Wiederverkauf zu beschaffen. Obwohl sie uns bisher noch nicht viel liefern konnte. Tja, man muss verstehen, dass sie den erforderlichen Kontakt noch nicht knüpfen konnte. Bisher hatte sie ja kaum etwas mit exklusiven Gütern zu tun. Aber wenn du wirklich so begabt bist, kannst du ihr vielleicht etwas unter die Arme greifen? Ich bin sicher, dass sie sich dann bald zu einer erstklassigen Händlerin mausern wird. Schließlich geht es auch um das Wohl ihrer Landsleute. Warum du deine Waren nicht direkt bei mir abliefern kannst? Weil es mir lieber ist, wenn du Menago etwas Nachhilfe gibst, um ihr Auge zu schulen. Willst du mir den Gefallen tun? Ja, natürlich werden wir das. So, jetzt können wir aber bei Menago die Wunschlieferung annehmen. So, da sind wir. Oh Theo, wolltest du zu Lise? Zu mir? In Sachen Sammlerstücke? Galien hat es dir also gesagt? Tatsächlich könnte ich etwas Hilfe gebrauchen. Aber dass ausgerechnet du ein Experte auf dem Gebiet der exklusiven Handelsgüter bist und das noch zu deinen unglaublichen Fähigkeiten als Abenteurer. Ich will dich nicht mit meinem Belang aufhalten, aber wenn du mir behilflich sein möchtest, freue ich mich natürlich sehr. Wahrscheinlich bist du überrascht, dass ich mich jetzt für Sammlerstücke interessiere. Bei dem Befreiungskampf hat es ja nicht viel zu tun, wirst du dir denken. Aber weißt du, dass das ist die beste Art, wie ich meinen Landsleuten jetzt helfen kann? So viele unserer Kameraden haben ihr Leben für die Freiheit aller Mikus gegeben, damit ihre Heimat blühen und gedeihen kann wie früher. Lise und General Raubern werden mit der Befreiungsarmee dafür sorgen, dass uns das nicht wieder genommen wird. Aber ich? Meine Hilfe als Kämpferin ist nun nicht mehr so dringend nötig. Da ist es nur natürlich, dass ich mich frage, was ich denn sonst für Alamigo tun könnte. Und die Antwort darauf habe ich gefunden, als ich die Familien der Gefallenen an den frischen Gräbern trauern sah. Wie hart es für sie sein muss. Inmitten all ihres Schmerzes müssen sie auch noch sehen, wie sie ihr Auskommen finden. Sie sind frei, doch ihr Leben ist aus dem Fugen geraten. Nach so großen Umbrüchen kann kaum einer sofort zu neuen unternehmerischen Großtaten schreiten. Da habe ich beschlossen, solche Familien zu helfen. Ich will Geld auftreiben, damit sie es ein bisschen leichter haben, nur bis sie wieder auf eigenen Beinen stehen können. Aber bisher habe ich immer nur für den Kampf trainiert und mit Jagen lässt sich auch kein Vermögen machen. Gerade als ich mir so den Kopf zerbrach, kam Galien auf mich zu und fragte mich nach Sammelstücken. Das war es. Exklusive Gegenstände, die sich teuer verkaufen lassen. Und so suche ich nun nach gewinnbringenden Objekten. Leider hatte ich bisher noch nicht viel Erfolg. Aber wenn du mir vielleicht etwas bringen könntest, das sich bei den Sammlern Anklang findet, du könntest mein Geschäftspartner werden. Natürlich würdest du nicht leer ausgehen. Rowena hat versprochen, geeignete Waren mit ihren Scheinen zu bezahlen. So läuft das normalerweise, ja? Ich wüsste auch schon etwas, das Rowena bestimmt reich vergütet. Klassisch abanische Besonderheiten. Dinge aus dem...
aus diesem so lange abgeschotteten Gebiet sind jetzt garantiert so gefragt wie nichts anderes. Denkst du, dass du etwas Landestypisches besorgen kannst? Robina denkt, dass die Gridania von unseren Waren bestimmt begeistert sein werden. Schließlich ist das etwas ganz Neues für sie. Ah, nun ist mir schon viel leichter ums Herz. Wenn du mir hilfst, wird der Handel bestimmt bald blühen und wir können die Familien der Gefallenen das Leben etwas leichter machen. Ja, dafür bekommen wir überbackene Zwiebelsuppe und gefüllte Kohlrouladen. So, und nun gibt es die Wunschlieferung von Menago. Guter Samlariter. Okay. So, du möchtest... Ja... Das kompliziert mal. Gut. So, Sternengold. Auch maximaler Wert 400. Gut, dann gucken wir doch mal, wo wir das finden. So, Sternengold. Im Ostend Mischwald. Alles klar. So, ich mach mal die Verstohlenheit, dann kann uns nichts mehr angreifen. Das ist ein B-Rang, der Uselum, oder wie auch immer. So, mal gucken, was haben wir denn hier Schönes? Sternengold, ja wunderbar. So, Kennerblick, intuitive Begutachtung, das gleiche noch einmal. Und das reicht schon. 526, wunderbar. Dann nochmal 528 und ab und zu haben Lagerstätten auch Besonderheiten. Bei dem ist es so, wenn unsere maximalen SP größer oder gleich 600 Punkte beträgt, dann haben wir einen Sammlerversuch, also einen Sammlerversuch extra. Und in dem Fall passt das sogar super, denn somit können wir unseren dritten Gegenstand abbauen. 555, wunderbar. Und sind fertig. Dann zurück nach Ragas Wacht. So, da wird sich die Menago aber freuen, dass wir schon wieder da sind. So, da sind wir. Ja, das Ding sagt mir jetzt jedes Mal, okay. So, Sternengold, bitteschön. Einst albanischer Goldsand. Dazu fällt mir eine Sage ein. Man erzählt sich, dass Ralge einen Kometen aus purem Gold zerschmettert habe. Und seither findet man diesen Goldsand in der Gegend um Alagana. Damit verzierte man früher die Prunkgemächter des migischen Hofstaats. Im grünen Gridania lassen sich damit bestimmt effektvolle Akzente setzen. Vielen Dank, dann sehe ich die Sachen einmal genauer durch. Oh, das ist ja unübertreffliche Arbeit. Das sieht man auf ersten Blick. In dieser hervorragenden Qualität erkennt man den Meister. So, dann weiter geht's. Hier ist noch ein. So. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast, all die albanischen Spezialitäten zusammenzutragen. Du scheinst besser über meine Heimat Bescheid zu wissen als ich selbst. Ich bin ganz aufgeregt, dass wir sie bald den Gridanien vorstellen können. Denkt ihr nur, die Gridania waren begeistert von unseren albanischen Spezialitäten. Das meiste davon hatten sie noch nie zuvor gesehen und behandeln jedes noch so kleine Stück wie einen kostbaren Schatz. Den Hauptteil des Gewinns habe ich schon die Familien der Gefallenen verschenkt. Oh, da scheint jemand mit uns sprechen zu wollen. Entschuldigung, ich suche im Nago. Bin ich hier richtig? Mein Name ist Germaine. Ich habe meinen Vater im Kampf um Alamigo verloren. Wir waren beide bei der Befreiungsarmee. Ich bin gekommen, um euch zu danken. Ihr habt mich so großzügig unterstützt und dass nur und dass du, der Befreier Alamigos, selbst dabei mitgeholfen hast, bedeutet mir besonders viel.
Es zeigt, dass du nicht vergessen hast, wie viele ihre Leben lassen mussten, um diesen Sieg zu erringen. Ich hatte Glück und habe überlebt, aber auch ich habe so viele Jahre als Kämpferin verloren. Mein Traum war es gewesen, zu studieren und mich der Wissenschaft zu widmen, aber unter den Galliar war das unmöglich. Jetzt endlich habe ich das Gefühl, dass ich mein versäumtes Leben nachholen kann. Und das ist nur dank eurer Spende möglich. Vielen Dank. Germine war also ihr Name. Ich habe dieses Mädchen gesehen, als Zenos Ragas Wacht angreifen ließ. Ihr Vater hat sich vor sie geworfen, um sie zu schützen. Ich wollte versuchen, die Galliar zurückzuwerfen, aber mit meiner Verletzung konnte ich mich kaum noch aufrechthalten. Mephrid hat mich zur Vernunft gebracht. Er hat mich angeschrien, dass ich sofort mit Kriele fliehen soll. Das haben wir dann gemacht. Aber er selbst... Da fällt mir ein, Mephrid hat eine Frau und eine Tochter. Er hat nie von ihnen gesprochen, aber es besteht kein Zweifel, dass er Familie hatte. Ich möchte ihn unbedingt eine Unterstützung zukommen lassen. Leider weiß ich nicht, wo sich jetzt aufhalten. Aber ich finde sie bestimmt. Du hast ja bei Germaine gesehen, wie viel Gutes eine kleine Spende bewirken kann. Aber wir dürfen uns nicht zurücklehnen. Es gibt noch so viele Familien, die nach dem Tod eines geliebten Angehörigen in Not geraten sind. Für sie müssen wir jetzt weiter versuchen, mit unseren Sammelstücken viel Gewinn zu erwirtschaften. Ja, dafür bekommen wir die Facharbeitermaterie 6, gefüllte Kohlkrautkopf in hoher Qualität und einen Ischkader Fischtopf in hoher Qualität. Und die Zufriedenheit ist gestiegen. Und sie hält uns jetzt für einen Helfer der Hinterbliebenen. So, und es gibt noch mehr zu tun. Und nun habe ich auch schon den nächsten Auftrag für dich. Wir sollen fernöstliche Sammlerstücke zusammentragen. Ich habe kürzlich mit Raumann gesprochen, da der ja jetzt die Führung der Befreiungsarmee übernommen hat. Und er erwähnte, dass die Uldaner sich um alles reißen würden, was aus Othard kommt. Oder so aussieht. Jeder weiß, dass die Uldaner Geld wie Heu haben, zumindest viele von ihnen. Wir können bei ihnen also bestimmt um einiges mehr Gewinn einstreichen als in Gridania. Das heißt, sofern du die passende Ware auftreiben kannst. Exklusive Exotik ist dieses Mal gefragt. So. Dann, was möchtest du diesmal? Koban Goldmünze aus Shisui. Nee, Shisu. Okay, auch maximal 400. Ah, da bist du schon. Türkisgraben. Oh Gott. Ja, das heißt... Ja. Wir gehen nach Onokoro. In die Rubinsee. Und jetzt müssen wir erstmal bis nach dort hinten fliegen. Denn der Türkisgraben ist, wie wir alle wissen, von damals, wo auch der Dungeon ist, extrem tief. Gut, es ist irgendwo rechts, da suchen wir nichts. Immer noch nicht. So. Ah, das ist aber an Land, oder? Mal gucken. Ach, das ist hier oben. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir das doch direkt mit. Also 400 muss der Sammlerwert wieder betragen. Das sollten wir hinkriegen. Jo, 496. Und 525. Ja, wunderbar. Das nächste Stück ist wo? Ah, da.
Na, komm schon. ...620. Das muss auf jeden Fall reichen. So, dann zurück nach Hagers Wacht. So, Monago, wie sind wir da? Antike Goldmünzen aus Fernost und so gut erhalten. Wie sie glänzen, die sind unter Münzsammlern bestimmt ein Vermögen wert. Vielen Dank, das sehe ich die Sachen genauer an. Oh ja, unübertriebliche Arbeit, ja, das kennen wir schon. So. Hey, und schon Level 78, das geht ja verdammt schnell. So, dann haben wir alles abgegeben. Fürs Erste. Herzlichen Dank für die vielen Lieferungen. Man merkt, wie wichtig es dir ist, den Hinterbliebenen zu helfen. Ich hoffe, dass ich auch in Zukunft deine Hilfe und deinen Elan zählen kann. So, und für diese Woche haben wir die möglichen Lieferungen erledigt. Wie man auch hier im Timer sehen kann, Wunschlieferungen sind null übrig. Momentan haben wir Nago und Lowey auf den Zufriedenheitsrang 2. So. Und jetzt zeige ich euch noch. Wir haben ja jetzt Sammlerscheine bekommen. Die gelben. Kann ich euch mal kurz zeigen, was man dafür alles. Ne, hier kann man Sammelstücke eintauschen. Hier Sammlerscheine. Genau, zeige ich euch auch mal die ganzen Sachen, die man für gelbe kaufen kann. Hier zum Beispiel neue Ausrüstung. Oder ein Superkräutertrank, der halt 400 SP. Dann verschiedene Köder, Materia, Gartenausstattung, Notenrollen, andere, also Fische und andere Handwerkssachen zum Craften. Dann wieder neue Ausrüstung. Rowena-Marke für die regionale Folklore. Da muss ich kurz was dazu erwähnen. Die gibt es hier, die muss man hier eintauschen. Denn es gibt diese Almanachen, wo man verschiedene Gegenstände abbauen oder finden kann, nur wenn man diese Bücher gekauft hat. Für jedes Buch braucht man 50 dieser Rowena-Marken für regionale Folklore. Die werde ich mal kurz eintauschen. Also, wo war das? Hier, 50 Stück und wir können... Ja, ein paar mehr eintauschen. So, da kann man zum Beispiel hier den Bergbau benutzen. Dann den otardischen Bergbau. Ja, die Botanik kann man auch benutzen. Gut, so. Die verwenden wir dann einfach mal. Auch. Und das da auch noch. So, und dann haben wir hier zum Beispiel hier der albanische Almanach. Da können wir jetzt diese Gegenstände finden, die vorher eben nicht auffindbar waren. So, das nur nebenbei. Dann, was gibt es denn noch? Dann haben wir die Ausrüstung. Das war dann speziellere Ausrüstung. Wie man auch sehen kann, ist die auch blau. Die konnte man dann auch aufwerten. Und das war nochmal höhere Ausrüstung. Und hier mit diesen Verstärkungsmaterialien sieht man, man braucht die Sammlerscheine und ja, den vorherigen Bergbauhelm, Bergbaukönigshelm, um den dann auf den modifizierten Bergbau Königshelm aufzuwerten. Und dann gibt es noch anderes. Das sind auch diverse Gegenstände zum Herstellen, dann Materia,
Auch wieder Händlermarke für regionale Folklore. Es gibt einen Chocobo-Regenmantel. Und diverse Sachen zum Housing gibt es auch. Und Notenrollen. Dann weitere Köder zum Fischen. Und das war's. Und ansonsten gibt es ja noch die weißen Scheine. Das sind momentan die aktuellsten. Da kann man dann die Level 80er Sachen eintauschen dafür. So, das sind momentan die besten Sachen zum Eintauschen. Und dann gibt es natürlich noch was anderes. Also andere Sachen auch noch. Auch wieder Sachen zum Craften und Materia. Und, naja, Köder. Gut, das gleiche gibt es natürlich auch mit den Handwerkssachen. Da gibt es nicht diese Almanachen, sondern da gibt es die Meisterrezeptbücher, die wir jetzt nicht angucken können, weil wir kein Handwerk haben. Egal, gut. Ja, das war's im Prinzip. So, dann würde ich sagen, diese Wunschlieferung machen wir immer, wenn ich aufnehme oder eine neue Woche ist sozusagen. Weil das kann man auch nur einmal pro Woche machen, immer am Dienstag um 10 Uhr oder um 17 Uhr ist Reset. Und ja. Gut, dann war's das jetzt erstmal. Viel Erklärung und so, was mit dem Sammler zu tun hat. Und auch diesen ganzen Wunschlieferungen und dem Sammlerstücken. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen helfen. Und ja, nächste Folge geht's dann irgendwo weiter. Mal gucken, was wir noch so zu tun haben. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen erstmal und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Wie viele Jahre habe ich gewartet? Auf den, der die Gnade des Lichts in sich trägt. Auf dich.